Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um das Thema Workwear. Los geht's! So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute in dem heutigen Video geht es um das Thema Workwear. Ich stelle euch mal meine Favorite Workwear Pieces vor, die ich gerade so im Kleiderschrank am Start habe, wo man die Sachen herbekommt, um was es sich handelt, wie das Ganze aussieht etc. Und ich will mit euch das Thema Workwear gerade einfach mal so ein bisschen angehen, weil ich finde, ist so ein sehr, sehr interessantes Thema. Viele Marken bringen jetzt zum Beispiel Kollektionen raus und dementsprechend finde ich das Ganze sehr interessant, weil das Thema Workwear auch bei mir schon länger jetzt wieder am Start ist und ich habe ein bisschen was gesammelt über die Zeit und die Sachen möchte ich euch gerne zeigen und ja, wir fangen einfach mal an mit dem Video. Ja Leute, generell das Thema Workwear habe ich auf meinem Kanal schon ein paar Mal behandelt, ob es jetzt Do-it-yourself Custom Hosen sind oder Jacken oder verschiedenste Themen, die ich mit euch einfach durchgegangen bin und die ich euch erklärt habe und teilweise euch auch geschenkt habe. Und ja, das Thema ist auf jeden Fall schon ein bisschen präsent bei mir auf dem Kanal gewesen und dementsprechend habe ich mich auch abseits des Kanals natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt und mir ein paar Sachen unter anderem gekauft oder wir gehen die einfach nochmal durch, was ich da am Start habe. Generell Thema Workwear ist gerade oder generell das Thema Hosen ist wirklich sehr, sehr modern. Viele Stilelemente, früher war das eigentlich egal, weil man hatte einfach eine relativ schlichte Hose an, dazu immer ein relativ auffälliges Oberteil oder Jacke oder Schuhe. Aber das Thema Hosen ist gerade wirklich sehr, sehr, ja, finde ich persönlich wichtig, sehr, sehr gefragt. Und da kam man halt auf das Thema Workwear-Hosen, weil die, finde ich persönlich, eine sehr coole und viele andere Leute finden das auch eine sehr coole Passform haben, sehr einzigartige Schnitte, sehr ja, einzigartige Muster bzw. ja, Varianten es gibt. Und ja, generell das Thema Workwear ist ja, bei vielen Marken angekommen. Auch bei mir sind ein paar Pieces am Start und wir gehen die einfach mal durch und ich zeige euch natürlich, wie das Ganze fit. So Leute, fangen wir an mit Piece Nummer 1 und Piece Nummer 1 ist eigentlich so die typische Handwerker-Workwear-Jacke, der, ich weiß gar nicht, ist ein bisschen Retro-Design, die gab es früher, wurde die sehr, sehr oft getragen, heutzutage gibt es die wirklich in jedem, fast in jedem Online-Shop. Die kriegt ihr bei Zara, H&M, Uniqlo, auch von teuren Marken. Meine ist hier von vor circa 2 Jahren von Closed, das hat so ein bisschen verwaschene Optik, ich mag die Farbe sehr, dieses ausgewaschene Khaki, ausgewaschene Olivgrün. Das ist eine sehr, sehr schöne Jacke, sitzt cool. Und bei der liebe ich zum Beispiel die Jacke einfach auch mal ein bisschen schicker zu stylen. Also es muss nicht immer nur in die Streetwear-Richtung gehen, sondern man kann das Ganze auch ein bisschen schicker stylen. Und ich habe das zum Beispiel nur oft schon kombiniert mit Hemden oder ich sag mal einfach nur mit T-Shirts etc. Ein bisschen mehr casual oder halt eben ein bisschen schicker dann auch mit einer paar Pennyloafern von relativ engen Jeans. Ist natürlich immer die Frage, welche Stilrichtung möchtet ihr dazu kombinieren. Manche Stilelemente, wie wir gleich auch noch durchgehen, passen zum Beispiel gar nicht zu schickeren Sachen, sondern sind mehr in diese, ich sag mal, Streetwear-Richtung zu gehen. Aber so eine Jacke zum Beispiel kann man sehr, sehr cool casual stylen, die kann man aber auch sehr gut ja, klassisch stylen, ein bisschen schicker. Und das ist auch eine Workwear-Jacke. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall mein Piece Nummer 1. Wie ich das Ganze ja, quasi kombiniert habe, habe ich euch gezeigt. Das ist ein sehr cooles Piece, kriegt ihr überall. Die hier zum Beispiel gibt es nichts mehr, aber ich sag mal, wie schon gesagt, in jedem, eigentlich fast jeder Shop hat so Jacken am Start. Und wie gesagt, meine hier ist von Closed. Dementsprechend, das ist Piece Nummer 1. So Leute, machen wir weiter mit Piece Nummer 2. Und Piece Nummer 2 habe ich hier intensiv schon auf dem Kanal abgearbeitet, denn wir haben, beziehungsweise ich habe euch mitgenommen, wie ich diese Jacke so einer ja, Used Look beziehungsweise so einer Vintage Optik verpasst habe, weil ich das bei diesen Workwear-Sachen, dass das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, benutzt aussieht, sehr, sehr feier. Mir gefällt das sehr gut und ich habe euch gezeigt, wie ich die Jacke gebleached habe, also heller gemacht, ausgewaschen habe, wie ich die Sachen geschliffen habe, was ich daran alles gemacht habe, ein bisschen ausgefranst habe. Dazu gibt es auch ein extra Video, das werde ich hier an der Stelle auch einfach mal verlinken, das könnt ihr gerne abchecken. Und ja, die gibt es zum Beispiel auch sehr, sehr viel Secondhand, wo die Jacken dann schon so aussehen, wie sie quasi hier jetzt aussieht, bisschen ausgewaschen etc. Ist eine coole Workwear-Jacke, dieses typische Kordkragen etc. ist da immer am Start. Und ja, ist eine Carhartt-Jacke, ist so ein bisschen gefüttert, ist so jetzt keine Sommerjacke, aber so für den Übergang jetzt zum Beispiel Richtung Frühling etc. ist das die ideale Jacke. Und
die kann man wirklich verschieden kombinieren, ob es jetzt mit Hoodie ist oder ich sag mal auch mit normalen T-Shirts etc. Sehr, sehr nice und hat für mich persönlich gerade wirklich den Zeitgeist so auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall am Start. So Leute, dann kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist die erste Workwear-Hose. Und zwar ist das eine Carhartt Vintage Workwear-Hose. Und zwar ist das ein besonderes Modell, denn diese Hose war innen drin mal gefüttert. Das Ganze habe ich rausgenommen. Da war innen drin, ähnlich wie bei der Jacke, so ein Futter drin. Das habe ich damals rausgeschnitten. Ein bisschen Besonderheit an der Hose ist prinzipiell, ich nehme das einmal kurz vom Bügel ab, kann ich euch das besser zeigen, ist, dass erstens mal, klar, man hat dieses typische Double Overknee, quasi Element, wo im Prinzip nochmal was draufgenäht wurde, vernietet wird etc. Aber in dem Fall hat die Hose nochmal ein bisschen was extra, denn sie hat hier an den Seiten, ich zeige euch das mal ganz kurz in Nahaufnahme, Reißverschlüsse und die kann man aufmachen. Hat auf jeden Fall eine coole Optik. In dem Fall wäre es auf jeden Fall nichts für mich, das Ganze aufzumachen, wirklich. Aber ich finde die Jacke sehr, sehr genial, was ich extrem gut, also extrem feier an der Jacke, ist halt einfach diese Used Look, ausgewaschen, dann hier auch ausgefranst, Löcher etc. So muss für mich schon so eine Workwear-Jacke aussehen, beziehungsweise Workwear-Hose aussehen und ja, das hier ist so eine Art Workwear, ich würde fast sagen Jeans, weil da gibt es auch wieder Unterschiede von Materialien etc. Aber die ist von Carhartt und die habe ich, ich glaube, für 60 Euro bei Etsy gekauft. Die Sachen, die man teilweise da bekommt, kommen von Übersee, aber da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Die kommen auch ohne Probleme an. Ich habe die hier zum Beispiel, glaube ich, in Kanada gekauft. Ist eine sehr, sehr coole Hose und dementsprechend das hier ist Piece Nummer 1. Kleine Besonderheit hier hinten noch zum Beispiel. Hier sieht man das. Hier ist nochmal so ein extra Element draufgenäht worden aus diesem anderen Material. Also das hier ist wirklich ein Jeansstoff und das hier ist so wie dieses typische Workwear. Ja, Material, Industriematerial, ich weiß nicht genau. Weil es sind ja wirklich auch eigentlich Arbeiterhosen. So Leute, dann kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece, das merkt man direkt, die Hose ist viel leichter. Es ist auch eine Carhartt Workwear Hose, auch ausgeblichen, allerdings in einem braunen Colorway. Das ist mehr so ein helleres, bräunliches Beige, beziehungsweise dunkelbeige. Und das ist wirklich ein tiefes Braun, so ein Schokoladenbraun. In dem Fall auch ausgewaschen, ist auch eine Workwear Hose. Ja, die habe ich mir auch genauso secondhand, alle Workwear-Hosen, also von Carhartt bis Dickies, die ich euch gleich zeige, die gebraucht sind, habe ich mir selber bei Etsy gekauft und dementsprechend eine sehr, sehr coole Hose. Die sitzt ein bisschen weiter, ist auch eine Größe größer gewählt, wobei ich sagen muss, die hier passt mir aktuell gerade nicht so, wie ich das möchte. Dementsprechend kann ich euch auch keine Fittings-Bilder zeigen, weil das Ganze soll schon cool sitzen. Und gerade aktuell, ja, keine Ahnung, die sitzt halt einfach ein bisschen anders im Gegensatz zu den anderen Hosen. Und ja, auf jeden Fall sehr nice trotzdem. Und die hier sitzt relativ locker, ist sehr weit geschnitten. Man müsste sich überlegen, ob man mit der Hose vielleicht mal zum Schneider geht. Andererseits finde ich das auch wiederum zu schade. Ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, aber generell würde das schon Sinn machen, die Hose ein bisschen an sich anpassen zu lassen. Aber farbtechnisch, beziehungsweise auch schnitttechnisch sehr, sehr nice. Und ich habe generell, glaube ich, alle Varianten in den Größen 32 oder 34 und dann die Länge ist 30. Ja, sehr cool. So, dann kommen wir zur ersten Dickies Workwear Jeans, Workwear Hose. Und das sind ja eigentlich Jeanshosen, beziehungsweise aus diesem Jeans-Stoffmaterial, allerdings in verschiedenen Farben. Und man sieht das auch immer, dass das so diese klassische Workwear Hose ist. Mit diesem, ich sag mal, mit diesem Henkel hier dran, wo normalerweise ein Hammer reingehangen wird. Und man hat nochmal extra Taschen für Bleistifte oder Cuttermesser oder etc. Verschiedene Werkzeuge, Schraubendreher, je nachdem, nach welchem ja, Gewerbe auch immer. Und die hier ist eine Dickies Vintage Hose. Das ist, finde ich persönlich, eine sehr, sehr gute Alternative, weil die sind wesentlich, wesentlich günstiger. Die haben so um die 60 Euro gekostet. Die hier zum Beispiel hat nur knapp 30 Euro gekostet und die sieht einfach fast 1:1 aus, bis auf, dass hier hinten einfach Dickies steht, statt Carhartt. Also wirklich
eine sehr, sehr coole Alternative und die sind auch nicht so krass vergriffen wie die Carhartt-Varianten. Allerdings merke ich bei hier, bei der Hose schon, dass sie wirklich gut getragen wurde. Man merkt, dass sie an manchen Stellen einfach so ein bisschen durchgetragen ist. Aber trotzdem, auch das hat wieder für mich einen ganz besonderen nice Flair. Und gerade diese Farbe, dieses Khaki, ist für mich gerade so ein bisschen der Zahn der Zeit. Ich mag das wirklich sehr. Feier das extrem. Ich freue mich auch schon, wenn die ein oder anderen passenden Schuhe dazu rauskommen. Und die hat einen sehr, sehr coolen Schnitt. Und dementsprechend, das hier ist Piece, also Hose Nummer 3 von ja, Dickies. Auch hier sehr, sehr nice. So Leute, dann kommen wir zu meiner letzten, ja quasi richtigen Workwear-Hose, die wieder dieses Double-Front-Element hat, wo die Sachen draufgenäht sind. In diesem beigen Colorway, wirklich, das ist ein schön ja, senfbeige, schöne Farbe. Auch diese ist wiederum ausgewaschen, auch diese ist verfranst, auch diese hat Löcher an Stellen. Dementsprechend sehr, sehr cool, muss ich sagen, hat einen ganz besonderen Flair und ich bin auch, und ich habe so ein Tutorial gemacht, wie man das Ganze für sich selber so ein bisschen distressed, ein bisschen auf alt macht, ist was ganz anderes. Also dieses Selbstmachen ist nice und so, auch wenn man eine neue Hose hat, aber diese Hosen haben einen ganz anderen Flair und das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, geschweige denn auch einen anderen Schnitt, anderes Material und das ist nochmal was ganz anderes und ja, auch diese hier finde ich sehr cool, was ich besonders hier auch an den Hosen immer mag. Ist prinzipiell, dass man hier unten das Ganze so schön ausgefranst ist, sehr, sehr nice, sehr weich, wirklich einfach schön eingetragene Hose ist. Natürlich müsst ihr euch, wenn ihr die dann tragt oder kauft, einfach sicher sein, dass ihr das Ganze auch vernünftig wascht, denn wer hat schon gerne getragene Sachen von jemand anderem an und dementsprechend sehr, sehr cool. Auch die hier ist von Carhartt. In dem Fall auch eine Größe 32-30, wie ich das schon gesagt habe, auch sehr nice und da freue ich mich auch extrem drauf, die demnächst einfach mal öfters tragen zu können. Ja, sehr cool. So Leute, dann kommen wir zu einem Thema, was ich auch schon ein bisschen auf meinem Kanal so ein bisschen eingegangen bin und zwar die Dickies 874. Das ist eine sehr coole Hose, die habe ich in meinem Fall einfach hier so ein bisschen customized, ein bisschen gekürzt, ein bisschen auf mich angepasst, weil die sind immer schon sehr, sehr lang. In dem Fall kann ich euch auch empfehlen, ich habe hier zum Beispiel eine Größe 34-32. Die sitzen dadurch, dass die also über der Hüfte eigentlich sitzen, sitzen die im Prinzip quasi fast so. Also bisschen unter Bauchnabelhöhe, so müsst ihr euch das Ganze vorstellen. Nicht so dass dieses typische auf der Hüfte oder knapp über den Hüftknochen, sondern die sitzen relativ hoch und dadurch sind die oben im oberen Bereich relativ eng geschnitten und sitzen einfach ein bisschen anders. Aber die Dickies 874 ist für mich so wirklich die Allrounder-Hose, die man super cool zu, ich sag mal, Vans, Nike Dunks etc., Jordans, super cool kombinieren kann zu einem Hoodie. Man kann das so auch ein bisschen schicker kombinieren oder ja, ist wirklich eine sehr, sehr coole, robuste Hose und die hat wiederum nichts mit dem Jeansstoff zu tun, sondern es ist wirklich so ein, ja, einfach ein Stoff. Einfach so ein, ja, ich sag mal schon, eine Art Workwear-Stoff, aber ja, auch ein sehr cooler Stoff einfach. Bisschen dicker, ein bisschen belastbarer. Man merkt einfach, dass die Hosen einfach eigentlich dafür gedacht sind, also ein bisschen damit zu arbeiten. Und die Dickies 184 ist auch eine meiner Favorite-Hosen. In dem Fall gehört die auf jeden Fall hier gut dazu. Auch eine dicke Empfehlung an der Stelle. So Leute, natürlich ist eine Jeans, eine Levi's auch eine Workwear-Hose. Ich wollte das nur noch mal mit reinnehmen, weil die typische klassische 501 ist eigentlich eine Arbeiterhose gewesen. Jeans waren immer dazu gemacht, damit zu arbeiten. Dementsprechend könnt ihr auch das zum Thema Workwear mit reinnehmen, aber ich wollte es nur mit aufgenommen haben, weil generell Thema Jeans gehört halt schon irgendwie schon dazu. Aber das Thema Workwear ist nochmal ein bisschen was anderes, ein bisschen andere Schnitte bzw. ein bisschen andere Optik von den Sachen und gerade diese Marken Dickies, Carhartt sind da wirklich so diese Top-Marken und dementsprechend wollte ich das nur noch mal mit aufnehmen. Natürlich sind auch Jeans, Levi's 501, auch, gehören auch zu meinen Workwear-Sachen. So Leute, bevor ich jetzt mit den letzten zwei Sachen weitermache, tut mir noch einen kleinen Gefallen, lasst auf jeden Fall ein Abo da und eventuell auch ein kleines Feedback, ein Like oder ein Kommentar, würde ich mich mega darüber freuen. Über jedes Feedback bin ich mega dankbar und das würde mich auf jeden Fall mega unterstützen. So Leute, natürlich, was auch gerade wenn das Thema rund um Marken so ein bisschen Hype generiert und das Thema Carhartt zum Beispiel hat einen mega Hype bekommen, habe ich mir hier mal vor ein paar Wochen eine Tasche gekauft und zwar bei Urban Classics, Urban Outfitters
Und zwar ist das eigentlich eine Workwear-Hose zerschnitten, verschiedene Patches sind dadurch entstanden und die Hose wurde einfach ein bisschen wiederverwertet und dementsprechend wurde sowas daraus gemacht. Finde ich sehr, sehr nice. Gab es mal für einen kleinen Euro, gibt es leider nicht mehr, aber gerade dieser Jutebeutel in diesem Card, in diesem Workwear-Look ist natürlich auch ein Piece, was bei mir wirklich täglich im Gebrauch ist und ja, mag ich sehr. Dementsprechend, falls ich sowas finde, werde ich euch das gerne unten nochmal verlinken, aber ich glaube leider nicht, dass es die noch gibt. Dementsprechend, auch das hier ist meiner Kollektion mit am Start. Sehr, sehr nice. Ich halte auf jeden Fall die Augen offen, falls ich sowas nochmal finde. Werde ich euch das auf jeden Fall mitteilen. So Leute, und jetzt zu allerletzt wirklich ein dicker Geheimtipp und das habe ich noch bei keinem anderen YouTuber gesehen. Und zwar ist das hier eine aktuelle Workwear-Hose von Card. Aber die hat so ein bisschen anderen Schnitt und ein bisschen anderes Material. Die nennt sich, jetzt muss ich selber erstmal schauen, die nennt sich Carhartt Full Swing Steel Double Front Pant. Und ich kann euch sagen, diese Hose habe ich durch einen Zufall gekauft. Ich dachte, das wäre diese typische Carhartt Workwear Hose und habe die bei einem Shop bestellt. Und ich kann euch sagen, diese Hose hat so einen ganz leichten Flared Look, hat eine super Passform, ist wirklich 1A von Materialien, super nice geschnitten und kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, wer auf dieses ganze Thema leichte Flared Workwear-Hose ein bisschen aufspringen möchte, jedem nur empfehlen. Ist ein kleiner Geheimtipp. Wie gesagt, ich habe es bei keinem anderen gesehen und ich kann euch sagen, die Hose, und ich zeige euch mal ein paar Fit-Pictures, sitzt wirklich 1A, macht ordentlich was her und super kombinierbar und super bequem. So Leute, ja, das war es an der Stelle mit meinen Favorite Workwear-Sachen. Das ist so im Prinzip das, was ich im Kleiderschrank habe, an Hosen, ein bisschen Jacken, ein bisschen kleine Accessoires etc. am Start. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Unter dem Video, wo ich den Hoodie customized habe, findet ihr jetzt den Gewinner. Ich habe leider noch nicht geschafft, das Ganze auszulosen. Ich wollte das mit einem Video bekannt geben und dementsprechend den Hoodie. Gewinner findet ihr jetzt unter dem Video von dem Hoodie. Dementsprechend, ja, viel Glück damit. Lass mir einfach deine Sachen zukommen. Ich weiß es selber noch nicht gerade. Ich werde das jetzt gleich auslosen, aber ihr findet das dann fertig unter dem Video. Und in dem Hinsicht werde ich dann den Hoodie auch verschicken. Und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute.